Kleine Bächle, saftige Wiesen und einige Kehren. Wenn ihr darauf Lust habt, dann bleibt dran. Die Rundfahrt insgesamt ist ca. 100 Kilometer weit. Im ersten Teil haben wir euch die Ostroute von Haslach zum Elbachsee vorgestellt. Hier geht es nun um die Westroute vom Elbachsee durch Hamersbach und Zell am Hamersbach bis Haslach. Haslach eignet sich unserer Ansicht nach gut als Start- und Endpunkt der Rundtour, weil verschiedene Lokalitäten zum geselligen Ein- und Ausklang einladen. Auch ist die kleine Altstadt einen Besuch wert. Wer Interesse an sakralen Orten hat, der kann einen Abstecher in die Haslacher Stadtkirche oder das Kloster mit Kirche und Kapelle machen. Beides stellen wir euch am Ende des Videos vor. Nun aber zu unserer Tour Teil 2. Wir verlassen den Parkplatz Kohlwald gegen 13 Uhr und machen uns auf der B28 auf in Richtung Alexanderschanze. Bereits nach wenigen Metern passieren wir das Besucherzentrum der Schwarzwaldhochstraße. Großer Parkplatz, Marktstand und Gastronomie laden zum Verweilen ein. An Wochenenden und Feiertagen ist hier immer was los. So auch an diesem Ostermontag. An der Alexanderschanze biegen wir rechts in die bekannte Schwarzwaldhochstraße, die B500. Sie ist ein touristisches Highlight im Schwarzwald und an Wochenenden und Feiertagen eine beliebte Ausflugsstrecke. Wenn man den Schwarzwald erfahren will, sollte man sie einmal gefahren sein. Wir werden dazu noch ein eigenes Video machen. Achtung! Am Straßenrand werden oft teure Fotos gemacht. Auf den Parkplätzen in der Nähe lohnt es sich, Pause zu machen. Ein Ausblick in diese besondere Vegetation in dieser Höhe ist für uns stets ein Genuss. Ein touristisches Highlight an der Schwarzwaldhochstraße ist der Lotharpfad. Wir biegen kurz vorher links ab. Der Lotharpfad ist nach dem Orkan von 1999 benannt, der auch hier oben wütete und erhebliche Schäden anrichtete. Auf dem Pfad ist zu sehen, wie die Natur diese Katastrophe bewältigt hat. Wir verlassen die Schwarzwaldhochstraße schon nach wenigen Metern und biegen links auf die L92 ab. Am Skilift Zuflucht gibt es eine Lokalität mit Außengastronomie und ein Sporthotel. Die Gegend ist insbesondere für Langlauf-Skifahrer attraktiv. Es gibt ein Loipennetz mit über 70 Kilometern Länge. Klingt nach einer Menge Fahrspaß. Einige Kilometer weiter findet ihr den Parkplatz Roßbühl Zuflucht. Dort hat man eine wunderbare Aussicht auf den Südschwarzwald. Bei geeignetem Wetter starten dort Gleitschirmflieger. Von unserer Fahrtrichtung aus darf man den Parkplatz allerdings nicht anfahren. Man muss weiter unten wenden und einen Teil der Strecke zurückfahren. Je weiter man die Strecke fährt, desto schmaler wird die Straße. Der Streckenabschnitt ist landschaftlich und fahrtechnisch schön und wie man sieht auch sehr beliebt. Für Reisende aus Offenburg und Umgebung stellt er eine von zwei Anfahrtsmöglichkeiten zum Kniebiss dar. Wir folgen der Straße bis Oppenau und biegen links ab auf die B28, die uns direkt durch das Stadttor nach Oppenau und durch einen Teil der Altstadt führt. Malerisch schön wäre übertrieben, aber abseits der Hauptstraße gibt es auch in Oppenau die ein oder andere Sehenswürdigkeit. So zum Beispiel der Stadtpark mit Minigolfbahnen und Sitzplätzen direkt am Lierbach oder die alte Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Wir verlassen Oppenau in südliche Richtung. In Löcherberg wechseln wir auf die L94 nach Oberhamersbach. Direkt nach der Unterführung wird die Straße schmaler und führt kurvenreich bergauf zum Löcherberg-Basen auf 655 Meter.
Auf dem Scheitel befindet sich ein Waldparkplatz, an dem sich mehrere Wanderwege kreuzen. Im Sommer ist die kleine Hütte geöffnet und es gibt einfache Snacks und Getränke. Kurz vor dem Löcherbergwasen gibt es eine Abzweigung zu einer landschaftlich noch schöneren Alternativroute über Nordrach, Kolonie und Nordrach. Dazu haben wir bereits vor längerer Zeit einen eigenen Film gemacht, den wir euch oben verlinken. Wir genießen die Abfahrt bis Oberhamersbach, sowohl fahrtechnisch als auch die Aussichten, und lassen sie euch für eine kleine Zeit bei Musik zum Mitgenießen. Dem Weihersteg begleitet uns rechtzeitig der Hamersbach und wir bewegen uns durch das schmale Obertal nach Süden. Der Hamersbach ist ein Nebenfluss zur Kinzig. Er vereinigt sich nach Zell am Hamersbach mit der Nordrach und wird dort zum Erlenbach und mündet schließlich in die Kinzig. Unsere Route führt uns weiter nach Zell am Hamersbach. Hierüber erzählen wir etwas mehr in unserem eben bereits verlinkten Video. Kurz zeigen wir euch hier nur die besondere Zweiteilung der Fassaden rechts- und linksseitig der Hauptstraße, nämlich einmal Jugendstil und einmal Fachwerk. Die Strecke bis Steinach und weiter bis Haslach gibt leider nicht viel her. Wir biegen kurz vor der B33 auf die Bollenbacher Straße ab und bleiben damit linksseitig der Kinzig. Im Vergleich zur B33 ist dieser kurze Abstecher eine ganz nette Alternative. In Haslach kommen wir wieder an der gleichen Ampelkreuzung an wie zum Start der Rundtour. Dieses Mal fahren wir geradeaus in Richtung Altstadt. Für all diejenigen, die dieses Video als Reisebericht zur Strecke geschaut haben, bedanken wir uns für das Interesse. All diejenigen, die auch noch etwas von Haslach sehen und hören möchten, bleibt dran! Unser Parkplatz liegt direkt an der Klosterkirche. Neben uns plätschert der Klosterbach fröhlich vor sich hin. Wir nehmen euch nun mit in die Loreto-Kapelle, die Klosterkirche St. Christophorus, die katholische Stadtkirche St. Arbogast, zum Rathaus und zu ein paar fotografischen Eindrücken aus der Altstadt, zu denen wir etwas aus der Geschichte Haslachs erzählen werden. Nun aber zur Loreto-Kapelle. 1659 war Graf Maximilian Franz von Fürstenberg während einer Reise nach Italien schwer erkrankt. In der Hoffnung, er könne mit Gott einen Deal machen, gelobte er den Bau einer Kapelle. Es sollte eine Nachbildung des Heiligen Hauses von Loreto in Ancona sein. Damit erfüllte er gleichzeitig den Wunsch seines verstorbenen Vaters Rudolf, der das Kapuzinerkloster hatte erbauen lassen. Hinter einem Holzgitter verborgen steht das Gnadenbild mit der schwarzen Madonna von Loreto. Die Wallfahrt von Loreto obliegt noch heute dem Kapuzinerorden und zählte lange vor Lourdes und Fatima zu den bedeutendsten Wallfahrtsorten der Christenheit. Der Graf kam wohlbehalten zurück. Die Klosterkirche St. Christophorus steht direkt neben der Loreto-Kapelle. Sie gehört zum Kapuzinerkloster, das hier 1630 bis 1632 erbaut wurde. Die Grundsteinlegung erfolgte durch den Kapuzinerabt Petri aus Gengenbach am 11. November 1630.
Der Bau wurde durch den Grafen Friedrich Rudolf finanziert. Auf den Seiten des Ortenau-Tourismusreiseführers heißt es zur Architektur der Kirche: Mit ihrer einfachen Ausstattung ist die Klosterkirche ein hervorragendes Beispiel einer armen Ordensarchitektur, in der barocker Zeitgeschmack auf die strengen Bauverordnungen der Kapuziner trifft. Die Altäre, herrliche Intarsienarbeiten aus dem 18. Jahrhundert, stammen von dem Klosterbruder Adam aus Gündelwangen. In einem Teil des Klostergebäudes ist heute das Trachtenmuseum untergebracht. Die beiden Türme der katholischen Pfarrkirche St. Arbogast sind die weithin sichtbaren Wahrzeichen Haslachs. St. Arbogast war ein Straßburger Bischof aus dem 7. Jahrhundert. Die erste schriftliche Erwähnung der Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert. Allerdings ist die ursprünglich in romanischem Baustil errichtete Kirche so oft umgebaut, erweitert und erneuert worden, dass sie mit dem ersten Bauwerk nicht mehr zu vergleichen ist. Die Kirche ist schon deshalb sehenswert, weil sie in sich verschiedene Baustile vereint, nämlich Gotik, Früh- und Neoklassizismus. Zwei der Fenster sind im neuromanischen Stil malerisch gestaltet. Das eine zeigt Szenen aus dem Leben der Maria, das andere aus dem Leben Christi. Die Kirche besitzt drei Altäre. Der Hauptaltar zeigt Gott Vater über dem gekreuzigten Christus. Die beiden Seitenaltäre sind einmal Maria, einmal Josef gewidmet. Sie sind deutlich weniger prachtvoll. Logisch richtig steht hier der Taufstein am Eingang der Kirche. So wird symbolisiert, dass die Taufe der Eintritt in den christlichen Glauben ist. Der Weg zum Altar symbolisiert dann den Weg des Gläubigen hin zu Gott. Bei schönster Frühlingsblüte verlassen wir die Kirche und trödeln noch ein wenig durch die Altstadt. Haslach ist eine sehr alte Stadt. Die erste Besiedelung geht auf etwa 74 nach Christus zurück. Die Zähringer gründeten Haslach im 11. Jahrhundert als Marktstadt und Zentrum des lokalen Silberbergbaus. Dieser verhalf ihr im 13. Jahrhundert zu einem enormen Aufschwung. Im 16. Jahrhundert versiegte diese Quelle und Haslach entwickelte sich weiter zu einer Amts- und Marktstadt. Im Spanischen Erbfolgekrieg 1704 wurde die Stadt komplett abgebrannt. Die Haslacher bauten ihre Häuser mit modernem Fachwerk in süddeutscher barocker Abendzimmerung wieder auf. Die heutige Altstadt steht als Ensemble unter Denkmalschutz. Weitere Details zur Geschichte der Stadt erfahrt ihr bei einer Stadtführung, die unter www.haslach.de vielfältig zu finden sind. Wir verabschieden uns nun von euch und hoffen, euch einen kleinen Einblick in eine schöne Schwarzwaldstrecke und ein sehenswertes Städtchen gegeben zu haben. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt. Seid behütet und bleibt unfallfrei. PS: Gut, dass wir Helme tragen.